Jo, also hier war der teleportierende Stein. Da gehen wir mal hinterher. Ups. Okay, da lang. Nee, da auch nicht lang. Lasst ihr uns auch wieder raus? Ah, das macht der andere Stein. Steine ohne. Oh. Steine ohne Ende hier. Ob ich hätte schwören können, ich hätte gerade was flackern gesehen. Nee, doch nicht. Aber gut, die Seite hätten wir also nicht wirklich. Wir waren in dem Teleporter noch nicht drin. Das könnte auch schmerzhaft werden. Also er rollt nur noch da, das heißt, wir können einfach hinterherlaufen und hoffen. Nochmal hinterherlaufen und hoffen. Nee, der Teleporter führt nur im Kreis. Also dich nennen wir mal C. Dann nennen wir dich CA1 und 2. Ja, noch mehr Abkürzungen. So, also hier ist nur eine Schleife. B führte zu B1. Und gibt es noch ein B2? Gucken wir mal kurz. Wir wollen ja gründlich sein und so. Ja, das macht Sinn, sonst würde der Stein ja nicht im Kreis laufen. Also das ist B2. Und wir sollten ausweichen, bevor der Stein rauskommt. So, jetzt dürfte aber wirklich nichts mehr hier auf der Ecke sein. Achso, der hier, das war jetzt meinetwegen D, der kam hier irgendwo raus. So, dann nehmen wir als nächstes mal den Teleporter da oben. Das wäre dann E. Und ja, ich spiele mit dem Gedanken, diese Folge wieder AAA1, AA2, BBA1, BA2 zu nennen. Allein schon wegen den ganzen Teleportern. So, E. E führt zum Eingang. E Ausgang 1. Dann springen wir doch gleich mal in den da, den nennen wir F. F führt zurück zu E. F Eingang, Ausgang 1. Ach so, also bringt der dahin und der dahin. Ja, macht irgendwie Sinn. Das heißt, im Notfall können die Mönche dann den Teleporter ausstellen und man kommt hier gar nicht weiter. Was recht geschickt ist. So, dann gucken wir doch mal zu den verschwindenden Teleportern da unten im Süden. Die waren ja mal da und mal nicht. Versuchen wir durchzuhuschen, wenn sie gerade nicht da sind. Jetzt. Geronimo! Oh, Eule. Der eine ist mal wieder da. Ein Indiana Jones Moment mit einem rollenden Stein. Nur ist es kein rollender Stein, sondern rollende Teleporter. Also ich habe den Verdacht, wenn wir jetzt noch ein, zwei Mal auf die Eule draufschlagen, taucht unter uns ein Teleporter auf und wir landen sonst wo. Aber da können wir nichts gegen machen. Nö, anscheinend geht ein Teleporter nur bis hier. Also es fängt oben an, der kommt deiner, 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 deiner und dann rollt sich das Ganze wieder rückwärts auf. Immer noch kein blaues Ding. Das wäre doof, wenn wir jetzt wieder nach unten müssen, um den Schlüssel zu finden. Da war gerade eine flackernde Wand. Und da sehe ich den Zipfel von der Truhe, glaube ich. Also, das da. Vielleicht ist da ja der Schlüssel drin. Nein, eine Goldmünze und eine Hälfte der Leere und das war's. Na gut, und da geht's nochmal nach oben. Also sind jetzt im mittleren Turm, oder? Tempel, Turm, Obergeschoss. Steht aber nicht, welcher Turm. Anscheinend gibt es doch nur einen Turm. Die anderen beiden sind nur Deko. Also wir haben jetzt die Wahl. Wir gehen nach unten und suchen unten weiter. In dem einen Raum. Entschuldigung, in dem einen Raum. Nach dem Schlüssel für die Tür. Oder wir gehen nach oben und suchen da. Ich bin für oben, das ist näher dran. Und ein neuer Kerzenhalter. Und mehr Eulen. Oh, was haben wir da? Da ist so ein Loch in der Wand für Münzen. Praktisch, dass wir gerade einen gefunden haben, ne? Ist auch gar kein Zufall gewesen, bestimmt. Gold mal 5, Eisen mal 2. Wirf Münzen hier ein und du kannst vorbei.
Gold mal 5 oder Münzen mal 2? Also kann ich jetzt entweder 5 Goldmünzen einwerfen oder 2 Eisenmünzen? Sollten wir erstmal alle Münzen auf den Haufen bringen. Hm? Also da 1, 2, 3, 4 und da ist noch eine. Hey, wir haben 5 Goldmünzen, was für ein Zufall. Ja, das Spiel lenkt... Oh, wir haben 6 Goldmünzen, okay. Ich wollte gerade sagen, das Spiel lenkt einen doch ja ein wenig. Das heißt, man kann nicht wirklich viel falsch machen. Was war denn das? Steine sich schon überqueren, das haben wir schon? Ah, das war in dem anderen Raum gewesen. Nicht in dem oberen mittleren Geschoss, sondern in dem anderen Raum von dem höheren Mönch. Stimmt. Na ja, komisch. Hat die Feder gelogen. Eine hinterhältige Feder. Na gut, nicht so viel rumalbern. Jetzt packen wir die Häuser auch mal hier rein. Die nehmen nämlich jede Menge Sichtplatz weg. Die ganzen Schriftstücke können wir auch da deponieren. Solange die nicht leer sind. Solange die nicht leer sind. Nö, sind alle vollgeschrieben. Hm, na gut. Den Stein können wir dann auch darauf tun. Das ist leer. Okay, das bleibt erstmal hier. Nur für den Fall, dass die Feder nicht die Pergamente in Säcken sehen kann. Sondern nur das Hauptinventar checkt. Das ist unser Vorrat. Das ist unsere Geschmeidecke. Das ist unsere viel zu viele Heiltränke überhab-Ecke. Können wir mal ein, zwei schlucken zwischendurch. Auch wenn unser Mana auch voll ist. Also ja, wirklich schwierig ist dieser Dungeon nicht. Heilen wir mal hoch. Also wir haben 6 Goldmünzen. Jetzt bräuchten wir noch 2 Eisenmünzen, um zu überlegen, welches von beiden wir einwerfen. Also momentan tendiere ich zu Gold, denn ich finde keine zweite Eisenmünze. Außer die ist irgendwo unter den Heiltränken begraben. Aber das schaut nicht so aus. Nö, wir haben nur 6 Goldmünzen oder eine Eisenmünze. Also nehmen wir die Goldmünzen. Ah. Okay. Eigentlich dachte ich, wir müssen jetzt da 5 Goldmünzen einwerfen. Aber na gut. Also entweder das ist ein Bug oder... okay. Oder es kommen jetzt 5 Türen hintereinander. Noch so ein Dungeon Master Momentum. Das hatten wir ja schon mal in einem anderen Dungeon, dass man da 5-mal hintereinander irgendwie Türen aufmachen musste. Oh, ist da irgendwo eine flackernde Wand? Nee, kommen wohl irgendwie anders dahinter. Aber wenn die jetzt 5 Türen hintereinander machen, wo man jeweils eine Goldmünze einwerfen soll, was wäre denn passiert, hätten wir eine Eisenmünze eingeworfen? Hätten sich denn 2,5 Türen geöffnet? Oh, es gibt nur 2 Türen? Okay. Oh, vergessen zu markieren. Du bist... Was bist du überhaupt? Du bist G, sind wir schon. G. Und hier ist G, Ausgang 1. Und da ist noch eine Tür. Hm. Und ich höre eine Eule. Noch ein Teleporter, aber ich denke mal, der wird zurückführen. Also der wird irgendwo dahin oder so führen. Also lassen wir den. Wir schmeißen jetzt die nächste Goldmünze ein und gucken, wo wir jetzt genau hinkommen. Und was das mit den Münzen auf sich hat, weil ich verstehe das Prinzip noch nicht so ganz. Also klar, ich verstehe, es sind 5 Löcher da und muss 5 Münzen einwerfen. Aber wie soll man denn die Wahl haben, ob man Gold oder Eisen einwirft? Magiepflanze, Heiltrank, ja, soweit so gut. Und hier hätten wir Teleporter H. Und hier hätten wir H, nee, nicht G, HA1. Und das nächste Loch an der Wand und der nächste Teleporter zurück und der nächste Schwan.
So, jetzt fehlt nur noch eine Tür. Heiltrank, Magietrank, Magietrank und okay. Und wir sind bei I schon angekommen. Irgendwie habe ich den Verdacht, wir enden bei O. Gucken wir mal. Obwohl, nee, das muss höher sein. Bei O enden wir ja schon, wenn wir die restlichen Teleporter alle markieren. Ich habe ja jede Menge ausgelassen. Den und den. Also wir werden jetzt schon bei J, K, der nächste wäre schon L. Wir übertreiben es echt ein wenig. So, nein, was war das jetzt? Der grinsende Schädel? Ja, dich haben wir lange nicht gesehen. Und wow, macht er viel Schaden. Aber ja, so als Magier wäre das bestimmt eine optische, recht gute Show. Also hätte ich das als LP als Magier gespielt. Da hätte man mal einen Totenschädel schmeißen können, mal so einen Wirbelwind oder Feuerregen oder was weiß ich. Jetzt dresche ich immer nur mit dem Schwert auf den Gegner ein. Aber naja, kann man nicht ändern. Das war jetzt Tür Nummer 5. Das heißt, wir müssten eigentlich jetzt da sein, wo wir hin sollen. Und es schaut auch ganz gut aus, denn die werden nicht ohne Grund so viele Eulenmenschen in einen Raum packen, wenn sie nicht irgendwas bewachen sollen. Na komm, kipp um. Wir haben immer noch den Stock in der Hand. Ja. So viel bringt der Schild eh nicht. Falsch, eigentlich bringt es sogar recht viel. Nämlich mehr Stärke regeneriert Stärke und Gegner treffen einen seltener. Also ja, ich sollte... Au, wo kommst du denn her? Also ja, ich sollte da echt dran denken. So, das waren jetzt aber hoffentlich alle. Und wir... Oh. Ja, da waren gerade zwei Löcher an der Wand. Ich glaube, jetzt habe ich das Rätsel verstanden. Man muss erst 5 Goldmünzen einwerfen und dann 2 Eisenmünzen. Wobei wir da jetzt ein Problem haben, denn wir haben nur eine Eisenmünze. Und die will er nicht. Ah doch, da will er. Und wir haben wirklich keine zweite? Nee, das ist so eine schwarze leeren Hälfte. Stein, ne? Nö. Mäh. Also hier brauchen wir jetzt noch eine zweite Eisenmünze. Dann gucken wir doch mal da runter. Obwohl ich den Verdacht habe, dass da noch wieder ein Teleporter ist zum Eingang. Das heißt, wir hätten doch runtergemusst und im Erdgeschoss das letzte Fitzelchen da ausspioniert. Damit wir da dann die zweite Eisenmarke finden. Na, aber das hätten wir nicht wissen können. Also, du bist jetzt J. Oh. Okay, es führt nicht direkt zum Eingang zurück, sondern nur in den letzten Raum. Das heißt, wir können die restlichen Teleporter jetzt auch alle markieren. So, dann bist du K. Und ich denke mal, K führt dahin. Und tada, ich hatte fast recht. K, A, 1. Dann können wir dich schon markieren als L. Und da probiere ich mal L, A, 1. Gucken wir mal. Dum, 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 dum. Naja, fast. Können wir stehen lassen. So, und da geht es dann auch wieder runter. So, hier gab es für uns aber nichts mehr zu tun. Das heißt, wir müssen gleich nochmal runter. Aber erstmal gibt es eine Speicherung und einen Cut. 51 und bis später.